Bei den Freitagsgebeten hat der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, die Anti-Regierungsproteste kritisiert. Er sprach davon, dass einige den Flugzeugabschuss ausnutzten, um den Tod des Märtyrers vergessen zu machen. Als Märtyrer bezeichnet Khamenei den von den USA getöteten General Qasem Soleimani. Zudem kritisierte der Geistliche die EU-Partner des Atomabkommens, Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Nachdem die USA das Atomabkommen verlassen haben, reden diese drei Staaten Unsinn. Wir können ihnen nicht vertrauen. Sie tun nichts und dienen den US-Interessen. Heute, nach einem Jahr, wird klar, sie sind Lakaien der Amerikaner. Zugleich zeigte sich Khamenei gesprächsbereit. Wir haben keine Angst vor Verhandlungen. Wir verhandeln nicht mit den Amerikanern, aber mit den anderen. Wir müssen aus einer starken Position heraus verhandeln. Die EU-Staaten halten bislang am 2015 mit Teheran vereinbarten Atomabkommen fest, haben aber den Streitschlichtungsmechanismus eingeleitet und Iran aufgefordert, die Vereinbarung erneut einzuhalten.